Es ist zu Ende. Er hat gewonnen. Nein, mein Freund. Wir haben gerade erst angefangen. Wie heißt dein Spiel denn eigentlich? Ich hätte einen Vorschlag. Bockmist. Was denn? Ja, aber wie heißt es denn nun? Es heißt Patrick, das Spiel! Wow. Können wir allmählich anfangen? Ich muss bald ins Koma. Alles klar. Ich erkläre euch die Regeln. Okay. Jeder Spieler wählt eine Figur, mit der er über das Brett zieht. Und um zu entscheiden, welcher Spieler seine Figur zuerst wählen darf, wird gewürfelt. Um zu entscheiden, wer als erster würfeln darf, um sich als erster eine Figur auszuwählen, muss man zuerst... Schau mal, Patrick, du fängst an, dann kommt Sandy, dann SpongeBob und dann ich, okay? Okay. Start! Yeehaw! Ein Häuschen am Strand! Fahrerlaubnis! Fahrerlaubnis! Was heißt denn das? Wenn du das nächste Mal würfelst, kannst du entweder deine Figur über das Brett ziehen oder du kannst so viele Runden auf der Rennbahn drehen, wie du gewürfelt hast. Was soll ich jetzt bloß tun? Was soll ich jetzt bloß tun? Mir den Würfel geben, weil ich dran bin. Du gehst ins Gefängnis. Wieso sitzt du, Kuppel? Du darfst aber nicht würfeln, wenn du im Gefängnis sitzt. Und was muss ich tun, um wieder rauszukommen? Du musst deine 6 würfeln. Hallo! Du darfst nicht würfeln, wenn du im Gefängnis sitzt! Ja, halt dich an die Regeln. Aber wenn ich nur rauskomme, wenn ich eine 6 würfle, ich aber im Gefängnis nicht würfeln darf, wie komme ich dann überhaupt wieder aus dem Knast raus? Da ist es ja. Wenn ein Spieler im Gefängnis sitzt, bleibt er so lange drin, bis er eine 6 würfelt oder jemand seinen Namen sagt. Schön, dann sagt eben jemand meinen Namen. Das reicht, ich hab jetzt genug. Thaddäus! Wieso ist er nicht mehr im Gefängnis? Weil wir doch seinen Namen gesagt haben. Das war echt ein ganz schön cleverer Zug, Thaddäus. Also jetzt würfelst du nach mir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tja, ich glaub, ich... Fahrrennbahn. Ich... Fahrrennbahn. Ich... Fahrrennbahn. Oh ja, Snacks. Oh. Gefängnis für Thaddäus. Aber ich war auf Snacks. Erzähl das dem Richter. Könnte mir mal jemand erklären, was wir hier eigentlich machen sollen? Worum geht es hier? Das gesamte Spiel ist doch völlig willkürlich. Es geht mal hier rum und mal darum. Keiner weiß, wie wer was gewinnen kann. Und Patrick macht die Regeln offensichtlich so, wie es ihm gerade passt. Hoppa, hoppa, Seesternzeit. Genau. Hoppa, hoppa, Seesternzeit. Okay, ich geh da mal raus. Wenn ein Spieler Drausilein ansagt, müssen alle anderen Spieler auch nach draußen gehen. Ich habe aber nicht Drausilein gesagt. 4. Das heißt, wir sind in der Kicherzone. Alle müssen lachen. Zwei. Grimassen schneiden, Grimassen schneiden. Spitzengrimasse! Hey, Thaddäus, endlich verstehst du die Regeln. Na, aber sicher verstehe ich die Regeln. Die Regeln sind, dass es völlig egal ist, was man würfelt. Jeder kann einfach irgendetwas erfinden. Also kann ich jetzt auch würfeln und sagen, automatischer Sieger. Hey, super, du hast gewonnen. Gut gespielt, Thaddäus. Oh, wisst ihr was, das stimmt, war echt gut gespielt. Nicht so schnell. Kein Spieler darf sich selbst zum automatischen Sieger erklären. Du hast schon wieder eine neue Regel erfunden. Dieses Spiel ist das letzte blöde Spiel. Zerstörung von Privateigentum. Oh, und wie ich hier sehe, sind Sie ein Wiederholungstäter. Sie gehen ins echte Gefängnis. Ja, wenn ich nur nicht weiter mitspielen muss. Danke, Herr Wachtmeister. Willkommen zurück. Jemand muss meinen Namen sagen. Du kannst in meinem Bett schlafen, Tunnel, alter Kumpel. Also, vielleicht war es doch keine üble Idee, fürs Erste hier zu bleiben. Schlaf gut und lass dich nicht von den Sandmilben beißen. Falls du welche siehst, ruf mich, ich zermatsche sie. Ja. Ja.
Aha. Küchen. Oh nein, es tropft in den Stein. Oh, du Titan aller Trottel, komm sofort da runter. Ich zermatsche sie für dich, Thaddäus. Thaddäus? Wo bist du? In deinem Bauchnabel. Das kitzelt. Wo bin ich hier gelandet? Was? Thaddäus, hast du das alles gemacht? Naja, wenn ich schon hier wohnen muss, dachte ich, dann in einer lebenswerten Umgebung. Schmalzkuchen? Wenn du, Taddelchen, jetzt jeden Morgen Schmalzkuchen machst, kannst du hier tun und lassen, was du willst. Der Etikettelöffel sagt, iss wie ein Gentleman. Wie ein Gentleman! Sieh mir zu, Banause. Ein Gentleman diniert so. Heiliger Heilbutt, kann man ihm echt etwas beibringen? Ich werde dich formen. Ich mache aus diesem Klumpen Leben einen kultivierten und niveauvollen. Ich mache aus dir den passabelsten Mitbewohner aller Zeiten. Du wirst mein Mitbewohnermeister werden. Noch mehr Schmalzkuchen, bitte. Also dann, Patrick. Ein wunderschöner Tag im Blumengarten des Lebens erwartet dich. Ich liebe dich, Stein. Ich liebe dich, Stein. Ich liebe dich, Stein. Thaddäus, du Algenhirn, was hast du mit meinem wunderschönen Haus angestellt? Was ist ein Haus? Hey, das ist keine Kunst für die Nase, du Kretin. Ich kann's vielleicht noch gebrauchen. Ich spiele auf der alten Lakritzstange. Das beruhigt meine Nerven. Schmeckt gar nicht nach Lakritze. Meine Klarinette! Nein! Entschuldige, willst du auch was? Der Etikettelöffel ist wieder da und sagt, iss wie ein Gentleman. Ich gehe raus und spiele mit meinem besten Freund SpongeBob. Ja, mach du das ruhig. Ich mache derweil ein Star-Nickerchen. Ja. Was machen diese Idioten denn schon wieder da draußen? Ha, sagte ich doch, du hast das Zeug zum Patrick, Thaddäus. Hey, seid nicht so laut! Hey, Patrick, hier fang! Volltreffer! Ich sagte, mach nicht so einen Lärm oder ich rufe gleich die... Schlammpfützenschlacht! Er ist wieder Patrick! Endlich! Thaddäus, sieh nur! Das ist das neue Haus, das ich bestellt habe. Schluss mit Patrick! Ja! Danke, Mann. Hier sind 50 Tacken. Wetten, dass er nicht nochmal eins verkauft? Hey, Fred, wo hast du denn diese Kunst her? Von dem rosanen Genie da. Ich möchte auch sowas kaufen. Ich auch. Ich sowieso. Ich wette. Thaddäus, wir sollten uns mal über deine Spielsucht unterhalten. Darf ich deine Bestellung aufnehmen? Mmh.
Ich überlege mir ernsthaft, einen Krabbenburger zu bestellen. Ein Krabbenburger. Ich frag mich nur, ob das nicht zu vorhersehbar wäre. Also gut, was willst du denn dann? Keine Ahnung, ich fühle mich so uninspiriert im Moment. Hi, mein Bester. Bestellst du gerade einen leckeren Krabbenburger? Ach, ich weiß auch nicht. Ich steck in einer schöpferischen Krise. Das tut mir leid, wie schrecklich. Los, jetzt bestell endlich was. Okay, ich möchte neue Ideen, um das öffentliche Interesse an meiner Kullerkunst zu befriedigen. Aus dem Angebot. Such dir etwas aus dem Angebot aus. Wir servieren hier keine künstlerischen Ratschläge. Wieso steht's dann an der Tafel da oben? Was denn? Wie jetzt? Los, mach deine Arbeit, Thaddäus. Falls es irgendjemand noch nicht gemerkt haben sollte, das ist kein Künstlerbarett. Oh, ich bock dir gern meins aus. Na wunderbar. Machen Sie es sich doch bitte bequem, Herr Patrick. Unser künstlerischer Betreuer ist gleich bei Ihnen. Unser Herr Tentakel hier gibt Ihnen jeden gewünschten künstlerischen Rat. Erfreut. Hier ist Ihr Krabbenburger. Soll ich ihn auf die Rechnung setzen? Oh ja, besser wird's sein. Wir sitzen hier vielleicht die ganze Nacht. Um Ihnen eins gleich vorweg zu sagen. Ich bin ein Fan und es ist mir eine Freude, von einem Meister lernen zu dürfen. Meine Karriere und meine Selbstachtung liegen in Ihren Händen. So viel hängt davon ab. Okay? Beraten Sie. Weißt du was? Konzentrier dich auf deinen Burger. Was? Oh, natürlich. Es ist doch offensichtlich im Grunde. Das hätte mir schon viel früher auffallen müssen. Thaddäus ist ein Genie. Nun weiß ich endlich, was ich tun muss. Brillant. Ein solches Beispiel an ungeschliffener Kreativität gab es noch nie. Das wird die Kunstwelt auf den Kopf stellen, oh ja! Hiermit erkläre ich dieses Werk zum nächsten großen Ding! Nächsten großen Ding! Du hast es geschafft. Du hast deine Inspiration wieder. Vor allem brauche ich gleich mehr von diesen Burger-Dingern. Alles klar, Kumpel. Scheine, große, kleine, kommt zu mir, bald seid ihr meine. Ja, was zum... SpongeBob! Patrick! Was geht hier vor sich? Das ist meine Kunst. Ich kaufe hier Krabbenburger ein für $3 und dann verkaufe ich sie für $50 weiter. Und erneut ha. Warum ist er so böse, Thaddäus? Ich habe doch nur deinen Ratschlag befolgt. Was? Das war also deine Idee, hä? Neue Ladung ganz frischer Krabbenburger Kunstvorlagen. Sehr gut, Mignon. Das wären dann $50. Das ist wirklich preiswert. Und hier ist Ihr Burger. Noch ein Kunstburger bitte, Herr Star. Es ist so eine Ehre, Sie kennenzulernen. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, Lehrling! Machst du mal eben noch eins meiner Meisterwerke, guter Mann? Wenn du tüchtig bist und dich ranhältst, wird aus dir vielleicht auch mal ein Künstler. Oder auch nicht. Da fehlt einfach der Glanz.